Sie haben schon längst die Nase voll. Corona-Maßnahmen-Gegner. Sie sind gegen 3 und 2G, hoffen, dass Sie dem Gesundheitsminister hier vor einer Klinik im bayerischen Altötting genau das sagen können. Doch dieser bleibt bei seiner Meinung. Fände es sogar ideal, wenn sich alle Länder auf das 2G-Modell einigen würden, sagte er der Funke Mediengruppe. Dass sich vor kurzem trotz 2G-Regel rund 90 Nachtschwärmer bei einer Party in Münster angesteckt haben, ist für Spahn kein Totschlagargument. Aber das kann passieren. Der entscheidende Teil ist, dass man nicht krank wird. Dafür ist die Impfung da. Und dann fangen diejenigen, die Gegenimpfung an, auch noch anders zu nutzen. Nein, die Impfung schützt. Das ist die entscheidende Botschaft und das zeigt übrigens auch Münster. Und dass Veranstalter alles dafür tun, um wieder zurück ins Kulturleben zu gelangen, zeigt die jetzt gestartete Studie Back to Culture in Niedersachsen. Hier werden Schweißproben von den Gästen per Wattepad entnommen. Corona-Spürhunde sollen dann anhand dieser Proben infizierte Gäste aufspüren. An diesem ersten Abend zeigen die Hunde alle eingeschmuggelten infizierten Proben an. Was vor allem auch Musiker freut. Vor allen Dingen, ich sage immer, sie sind ja umrüstbar. Das heißt, sie brauchen eine Woche, um auf eine neue Variante umzurüsten. Das eröffnet natürlich Möglichkeiten, die man jetzt noch gar nicht hat. Und vor allen Dingen öffnet das für die Veranstaltungsbranche, aber auch für Messen und alles das, wo möglichst viele Menschen zusammentreffen sollten, weil es früher auch mal so war, ganz neue Perspektiven. Neue Perspektiven, aber nicht ohne Impfung, so das Bundeskabinett, das mit der bundesweiten Infektionswoche noch mehr Menschen von einer Immunisierung überzeugen wollte. Rund 500.000 Erstimpflinge nutzten das Angebot, zu wenige, so SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Wir haben noch eine sehr lange Strecke zu gehen. Und wenn wir Ende Oktober, Anfang November tatsächlich den Impferfolg haben wollen, um wieder stärkere Öffnungen vertreten zu können, müssen wir deutlich zulegen. Da genügt dieses Tempo, was wir jetzt in der Impfwoche gesehen haben, nicht. Mit einer zugelassenen Impfung für Kinder unter 12 Jahren rechnet Gesundheitsminister Spahn allerdings erst im ersten Quartal 2022.